wichtigsten ist es, die Identitären natürlich als das zu benennen, was sie sind, nämlich ganz klar Rassisten. Identitären sind eine Gruppe neurechter völkischer Nationalisten, die zunächst in Frankreich entstanden sind und dann versucht haben, Europa zu erobern. Ihre ersten Stationen sind dann Österreich gewesen und von dort aus in den letzten 2-3 Jahren haben sie sich versucht auszubreiten, jetzt eben halt auch nach Deutschland. Und ich glaube ganz fest, dass ihr mit diesem ersten Schritt, indem ihr unser Banner, unsere Fahne auf die Straßen Berlins bringt, einen Weg beginnt, der das rote Berlin am Ende zu einem identitären gelb-schwarzen Berlin machen wird. Die Identitären sind sogenannte neue Rechte, die sich auf die Theorie des völkischen Nationalismus stützen. Diese Idee ist in Deutschland schon länger bekannt, beispielsweise durch die NPD vertreten worden im Bundestagswahlkampf. Sie haben das sogenannte Europa der Völker ausgerufen, was im Grunde bedeutet, jedes Volk, also beispielsweise Franzosen, Deutsche, Italiener, besitzen eine bestimmte feste Kultur, die unveränderlich ist und die auch deswegen geschützt werden muss. Ich bin eben nicht dort geboren und kann daher eben auch nicht 100% eben sozusagen dieser Identität in mir aufnehmen. Es wird immer eine Wurzel zurückgehen auf meinen Geburtsort, auf meine Vorfahren. Und uns geht es darum, dass man auch diese Vorfahren, die vorhergehenden Generationen, zu schätzen weiß. Diese Ideologie ist deswegen gefährlich, weil sie im Grunde einen rassistischen Kern hat. Das zeigt sich vor allem darin, weil sie sich gezielt bestimmte Menschengruppen aussuchen, gegen die sie hetzen. Also in sehr starke Kampagnen fahren die Identitären vor allem gegen Muslime, wo sie gezielt sagen, Muslime haben in Europa nichts zu suchen und sich da eben ganz starke Parallelen eben halt auch zu anderen rechtsradikalen Bewegungen zeigen. Unsere erste Parole zum einen, Europa, Jugend, Reconquista. Und ich hoffe, dass die Identitären hier heute da besonders laut mitbrüllen. Europa! Jugend! Hey, komm, Kista! Die Strategie der Identitären besteht darin, sich als junge Bewegung zu inszenieren, die versucht, eine Art Event zu bieten, in dem sie Aktionen durchführen, Störaktionen vor allem, beispielsweise eben Transparente vom Brandenburger Tor herunterlassen, politische Veranstaltungen des angeblich vermeintlichen Gegners zu stören, beispielsweise im Gorki-Theater im Jahr 2016 und damit ein Erlebnis zu schaffen, um zu zeigen, hey, wir wären cool, wir wären hip, wir sind eine moderne Bewegung, obwohl sie ja antimodern sind und damit Leute anzulocken, die zu ihren Aktionen kommen sollen und sich ihnen anschließen. Können auch alle Leute ihre Kapuzen, Sonnenbrillen runternehmen und die Fotografen möglichst freundlich anlächeln, damit wir ihnen zeigen, dass wir nichts zu verbergen haben. Die grundsätzliche Gefahr besteht darin, dass die Ideologie, die Identitären vertreten, sich weiter ausbreitet. Potenzial dafür gibt es. Man sieht es ja bereits darin, dass wesentliche Teile der AfD immer stärker auch diesen völkischen Nationalismus vertreten und dieser damit irgendwann mehrheitsfähig werden könnte. Am wichtigsten ist es, die Identitären natürlich als das zu benennen, was sie sind, nämlich ganz klar Rassisten und ihnen nicht diese bürgerliche Maske zu überlassen, dass sie eine Gruppe sind, die man akzeptieren könne. Das zeigt sich in Deutschland beispielsweise auch darin, dass die Identitären im letzten Jahr erfolgreich in Berlin blockiert wurden. Und genau solche Aktionen sind dann auch wichtig in Zukunft, immer wieder klare Kante zu zeigen, dass die Identitären keine Gruppe sind, die wir akzeptieren könnten.